Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind jetzt eben noch hier ein bisschen unterwegs. Auch hier sind wir, wo wir hier die Goblins hier... Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir in der letzten Folge waren, genau. Wo wir die Goblins ausgeschaltet hatten. Waren aber auch... Das ist hier auch ein Blutbad geworden. So. Alles abgematzelt. Und da haben wir noch einen Lurker, den wir ausschalten können. Ja, komm her. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich an Erfahrung gesammelt? 45.500, nicht 45.000 mussten wir sammeln. War jetzt ein letztes Mal irgendwie vom Kopf her bei 45.000 exakt. Da haben wir noch eine Blutfliege. So, da nehmen wir das noch mit, was der hat. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Genau, hier haben wir das eine kleine Lager. Hier ist aber nichts mehr drin, oder? Geil, haben wir geschafft. Dietriche, dann haben wir hier Bier, Fackel und Pfeile. Klingt schon mal super, was wir hier jetzt eingesammelt haben. Wie sieht's damit aus? Ah, okay. Ah, perfekt. Nice, auch nochmal Erz. Okay, das ist super. Haben wir das hier jetzt auch mal geschafft zu looten? Aber unsere Dietriche sind jetzt nicht abgebrochen, oder? 11 Dietriche. Okay, sind doch ein paar abgebrochen. Hier haben wir nochmal Rabenkraut. Nehmen wir mal mit. Aber wir suchen hier noch ein paar Gegner. Weiß jetzt nicht, ob wir alle Wälder schon hier durchsucht haben. Da vorne haben wir gleich wieder die schöne Urheberrechtsverletzung. Aber egal. Ich finde es schade, dass YouTube immer noch wegen der Musik hier so ein Drama macht. So. Aber ne, wir wollen in die Richtung. Was ist mit Bloodwind? Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich... als Freund zu erweisen. Mit nur kann ich den ausschalten? Bist du dabei? Wie sieht's aus? War nicht besonders schlau. Digga, nee. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Digga, ich bin einer von euch. Kann ich den jetzt ausschalten, wenn ich jetzt das hier speichere? Komm! Was wird das denn? Ja, das nein! Okay, nochmal. Und du bist tot. Okay, aber Bloodwind können wir ausschalten. Seine Haut sehe ich trotzdem nicht. Ein Kampf! Alter! Nein! Okay, wir müssen da ein bisschen strategischer vorgehen. Ein Kampf! Ein Kampf! Klarer Sieger, würde ich sagen. So. Was? Ein Kampf. Was? Das hat mir jetzt irgendwie weniger gepasst. Ein Kampf. Aber warte. Klarer Sieger, würde ich sagen. Okay, gegen Bloodwind. Da sind die alle irgendwie auf seiner Seite. Okay, dann lassen wir das mal. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden, dass wir zur Not die anderen auch noch fertig machen können. Aber wir sind mittlerweile auf der gleichen Stärke wie er.
Und die sollten eigentlich Schutzgeld von dem verlangen. Hier Whistler, aber wir suchen Fisk. Dem können wir ja noch was verkaufen. Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Kann schon sein. Er ist brocken. Wer hat noch genug? Aber wieso sehe ich hier jetzt nichts? Wenn wir. Weil die Pflanzen hier im Weg sind. Wahrscheinlich. Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Ah, jetzt können wir was sehen. So, dann. Was können wir denn verkaufen hier? Die Dinger. Das Kochlöffel können wir verkaufen. Mulred Fett brauchen wir nicht. Hackeln können wir noch gebrauchen. Das Almanas müssen wir gleich abgeben. Essenz magischer Energie und Elixier magischer Energie. Ja, behalten wir mal. Darkbier. Rabenkraut. So, die Dinger können wir alle. Nagelkeulen. Und rostige Schwerter. So, 113 Erz können wir von dem dafür kriegen. Ja, zu. Nein. Lass dich auf jemanden. So. Und. Hier. Annehmen. Haben wir doch noch ein bisschen Kohle dafür bekommen. So, und dann können wir jetzt eigentlich zum Sumpflager rübergehen. Was war nochmal der schnellste Weg ins Sumpflager? Wir sind ja hier im Süden. Wir können eigentlich auch durch den Wald gehen. Gegen die Gegner kommen wir ja schon an. Mal gucken, gibt es hier eigentlich noch Gegner? Ja, auf dem Weg. Na, das hören wir öfters. Verlass dich auf jemanden und du wirst verlassen. Das kriegen wir schon öfters jemand mit. Ah, da sind noch ein paar Dodos. Okay, das war jetzt interessant. Jo. Also, die Scavengers nenne ich einfach mal Dodos. Gibt's hier aber noch welche von denen irgendwo? Gegen die Wölfe kommen wir ja auch schon mittlerweile sehr gut an. Flammendorn. Unser Rapis kennen wir. Hier lieber nicht runterspringen. Hm, hier auch nicht. Ich glaube, den Wald haben wir auch schon komplett ausgemerzt, oder? Mit Ausnahme von dem einen oder anderen Bereich. Nachtschatten nehmen wir mal mit. Und Sklavenbrot, Höllenpilz. Waldbeeren und nochmal Strafes. Ja, aber sonst sehe ich jetzt gar nichts mehr, was hier rumläuft. Na gut, dann können wir einfach direkt hier zu Korkalom, das Almanach da abgeben und wieder zurück. Und ich weiß jetzt nicht, was die nächste Aufgabe sonst wäre. Ja, hier steckt man immer fest. Und ich weiß auch nicht, warum man da immer feststeckt, immer festpackt. An dieser einen Stelle. Ja, aber es ist irgendwie auch. Keine Ahnung, was ich dazu eigentlich sagen kann.
Da werden wir dann im Sumpflager. So, die Templer. Komm, wir können auch noch mal wieder ein bisschen was braten. Okay, das war's. Wir hatten nur zwei dabei. Sind aber auch verdammt viele Leitern, die hier hatten. Beziehungsweise haben. Ich höre nicht mehr auf. Wäre das ganz anders. Ich glaube kaum, dass so. Gornadrak wieder. So, aber egal, wir gehen jetzt hoch. Hier herrscht Rechtsverkehr, also klettern wir rechts hoch und links runter. Lass uns lieber über. Erstmal abwarten, es wird nicht so ein. War nicht besonders schlau. So. Haloms Leibwache. Ich höre nicht mehr. Da haben wir den. Was willst du? Ich habe deinen Almanach hier. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. In der Nacht? Oh, und der geht jetzt? Der geht einfach. Ah, okay. Und so, was haben wir? Kalums Rezept. Kane? Hallo, Kane. Bevor wir den nächsten auch noch machen. Okay. Okay. Da traf ich jetzt nicht. Warum nicht den? Egal welche Richtung ich mache, dass das nicht läuft. So. Aber wir gehen jetzt wieder ins alte Lager. Ne, wir gehen jetzt erstmal zu Fortuno. Und holen unsere tägliche Ration ab. So. Ich will mir meine tägliche Ration. Hier, nimm. Man muss eben auf. So. Gehen wir jetzt. Warte, wie viele haben wir noch? Huberts Lagerschuppen und das Rezept da. Dann können wir jetzt eigentlich nochmal einen Zwischenbericht halten bei. Wie hieß er nochmal? Raven? Muss eben auf. Ja, bei Raven auf jeden Fall einen Zwischenbericht nochmal abgeben, eventuell. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich groß möglich ist. Wie spät haben wir es? 14:35. Okay, um die Uhrzeit gehen wir noch nicht zum Tempel. Aber wir können jetzt mal den schnellsten Weg in Richtung altes Lager gehen. Nochmal zu Dexter. Gebe ihm das Rezept dafür. So, warte mal. Wir haben ja jetzt wieder 10 Erfahrungspunkte. Stufe 13 haben wir schon. 52.500 müssen wir als nächstes schaffen. Das wird eine ordentliche Aufgabe. Wird ja echt nicht weniger, was wir hier an Quests haben, beziehungsweise Level aufzusteigen.
frage mich auch, wie viele Gegner muss ich jetzt dafür ausschalten? Aber wir quatschen auch gleich nochmal definitiv mit Raven. Und klären mal mit dem auf, was wir vielleicht noch machen können. Ich finde schön, dass der Wald zumindest jetzt leer ist. An Gegnern. Zumindest ein Teil davon. Gibt es hier aber immer noch Gegner, die zu stark für uns sind. Irgendwo sind auch hier noch Orkhunde. Und ich habe keinen Schimmer, ob wir schon stark genug gegen die sind. Da vorne geht ja noch eine Straße weiter. Ja, stimmt, das führt ja zu dem einen Dingens, zu dem Wrack, wo wir letztens waren. Wo diese Feuersalamander sind. Boah, ich bin ge. Ja, die sind wieder da. Noch mal ein bisschen Fleisch. Haben wir diesen Wald hier überhaupt durchsucht? Diesen Abschnitt vom Wald? Anscheinend ja nicht. Hä, wo ist der jetzt hin? Da! Ich glaube, den Abschnitt haben wir links liegen gelassen. Hier ist ja nichts. Doch, hier sind noch Wölfe. Achso, Wölfe können wir ja noch nicht looten. Ah, hier ist ja auch noch einer. Hä? So. Sonst ist hier nichts mehr. So, das ist die Dings da oben. So, Seraphis nehmen wir wieder mit. Da sind wieder die Snapper. Gegen die Snapper bin ich mir noch sehr unsicher, ob wir gegen die ankommen. Deswegen lasse ich die mal lieber in Ruhe. Lurker aber, da kommen wir klar. So, aber Lurker können wir nicht looten. So. Erstmal alles mitnehmen. Da hinten sehe ich sonst nichts. Da haben wir noch was zum Einsammeln. Frage, von wem kriegen wir jetzt eventuell eine neue Quest? Vielleicht sogar auch von Gomez. Könnte auch sein. So, dann quatschen wir auch einmal jetzt zuallererst mit Dexter. Und sehen zu, dass wir ihm den Dings hier, das Rezept da geben. Dann kann das alte Lager schon mal auch ihr eigenes Sumpfkraut zubereiten.
So, in Extremos da hinten wieder Musik machen. Wir gehen mal hier rum. So, die sind hier am Essen. Gegen Karim gekämpft? Boah, ich weiß nicht mehr, ob wir gegen Karim haben wir schon gekämpft, oder? Nur gegen den anderen da, vom Sektenlager haben wir noch nicht gekämpft. Glaube ich zumindest. So, können wir hier jetzt noch einmal rutzeln? Okay, das war's. Aber dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Fleisch. So, wo ist Dexter? Das da vorne müsste doch Dexter sein, oder? Dexter. Für Gomez. Für Gomez. Ich habe das Rezept, was du wolltest. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Ja, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Jetzt bin ich gespannt, was der hat. Schinken, Steinwurzel, gebratenes Fleisch, Pfeil, bewitterte Axt. Der hat nicht wirklich guten Stuff. Von dem können wir dann noch den anderen Krams hier verkaufen. Hier, die Flügel. 16. Was war da? Ich hatte da noch irgendwas. Oder? Ne, das waren nur die Pfeile, okay. So, wo hat er sein Erz? Da. Und nochmal 6. Jo. Also, wir gehen jetzt noch einmal rein zu Gomez. Und zu Raven. Ich glaube, da herum ist doch kürzer. Oder? Ne, wir sind eigentlich exakt auf der Rückseite. Und wir haben hier auch eigentlich alles erledigt, außer Uberts Lagerschuppen. Schauen wir mal. So, an Extremo müssen wir auch noch vorbei. Für Gomez. Mit dem können wir auch nichts mehr machen. Nichts Neues auf jeden Fall. So, mir juckt hier die Brust auf jeden Fall und hier Hals. Tschüss, Bloodwin. So, da ist wieder die Musik. Ja, können wir mit Foros nochmal quatschen? Für Gomez. Für Gomez. So, 200 Stufe 1. Ich muss in die Burg, ich habe einen Krieg. Kannst du mich trainieren? Was kann der mir beibringen? Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie du deine Geschicklichkeit und deine Stärke verbessern. Ja, und die Stärke. So, Geschick, Stärke. Nee, das lassen wir mal. Dann gehen wir schnell rein. Wo jetzt ist eh vorbei. Jetzt kriege ich die Urheberrechtsbeschwerde von YouTube. Das passiert, wenn ich noch. Das kann ich jetzt schlecht im Geräusch schneiden. Lass uns lieber über was anderes reden. Und aber auch nicht alles laufen. So, gehen wir aber erstmal hier hin. Anne, warte, wir erstmal mit Raven quatschen. So, gehen wir mal rein. Dessen Rüstung hätte ich gerne, von diesen Gardisten. So, Scar, Arto. Wo ist ein Raven? Bartolo? Da ist Raven. Hallo! Hi! Ich glaube kaum, dass ich
Aufgabe. Nee, der hat keine neue Aufgabe. Was mit Hallo. Dem? Hallo. Erstmal abwarten. Es wird nicht hat der eine Aufgabe für mich, Bartolo? Hallo, Freund. Hallo. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Okay. Aber von dem kriegen wir jetzt keine neue Aufgabe. Aber halt. Was mit dem? Alles klar bei dir? Jo, und selbst? Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du? Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Du redest nicht viel, was? Nein. Okay. Und Scar? Boah, der Name. Hallo. Hi. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. Okay, der ist ein Schwein. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich eine Frau gesehen. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Ja, okay. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Sind alle Schweine hier, auf jeden Fall. Aber hier kriege ich jetzt erstmal keine neuen Aufgaben, wie ich sehe. Was ist mit dem? Mit Balam will ich reden. Hallo, ich will mit Balam reden. Da war es noch ganz kurz. So, noch ein bisschen. Komm. Komm. Willst du mich verarschen? Für Gomez. Für Gomez. So, alles klar? Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Butler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Wo finde ich? Torus Diego? Nee. Die weiß ich, wo ich die finde. Danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Jo. So, was ist mit ihm? Womit? Für Gomez. Für Gomez. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Hier im äußeren Ring treiben Fletcher, Bloodwin und Jekyll das Schutzgeld ein. Ach, Jekyll. Jedem gehört ein Viertel. Wenn du dich mit ihnen gut stellst, kann dir nichts passieren. Okay, wo finde ich? Wahrscheinlich auch Torus und Diego. So, ich würde gerne einmal nach oben gehen und ein bisschen Blödsinn treiben. Okay, hier kann ich einfach so erstmal hin. Hier wird mir nichts passieren. Das magische Erz. Lass uns lieber über das andere. Bett. Okay, gehen wir mal.
Hier rum? Noch ein Gardis, noch ein Gardis. Oh, hier sind auch noch jede Menge Zimmer. Türen. Okay, da ist keine Tür. Was passiert, wenn ich hier hingehe? Belaya. Okay, die hat wenigstens ein bisschen was an. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Alter, was ist das denn für ein Bett? Ist das die Gomez-Zimmer? Kampfkunst. Nehme ich auch mal mit. Wenn ich jetzt die Tür hier zumache. Mal gucken, was in der Truhe so ist. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, jetzt haben wir's. Amulett der Steinhaut, Bier, Wein, Extrakt. 6 haben wir noch, Dietriche. Wir haben aber jetzt sehr viel dafür verloren. 1. Ah, okay. Ah, okay, jetzt sind wir hier drinnen. Toll. Wie viel haben wir noch? 3. Ah. Okay, das haben wir jetzt geschafft, endlich. Noch eine Tür, oder wie ist? Nee, hier geht's nach oben. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hier jetzt gelandet sind. Alter, was? Okay, da müssen wir knacken. Aber wenigstens haben wir die Türen hier schon mal geknackt. Können wir später alles looten. So, und einen Raum müssen wir wahrscheinlich hier noch. Hm? Nein, nicht runterfallen. Jagd und Beute. Okay, ich glaube, das eine Zimmer da hinten, das war, ich wollte schon sagen, Diegos Zimmer. Aber von Dings hier, von Gomez. So, dann würde ich sagen, auch vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.